Seid gegrüßt, meine lieben Abonnenten und Freunde und Zuschauer und wie auch immer ihr seid. Ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hin dran und... Was ist der Ruf der Natur? In der heutigen Episode wollen wir die Druiden erwecken. Oh yeah, das wollen wir tun. Dies ist unsere Absicht. So, und dafür müssen wir zuerst durch ein Orklager marschieren und es auf dem Wege halt noch vernichten und so. Oder ist es eine Quest? Die Mondmoinsel erreichen, die Urwächter töten. Aha. Und die schlafende Furie in Stormridge muss überleben. So. So sei es. Ist wahrscheinlich unser zukünftiger ich Held. Ich habe Rache geschworen. So, das in der Art. Ashrasoraman. Oh, vorsichtig, sie greifen uns an. Wie die Göttin wünscht. Was sind das für Samurai? Absolut. Ach, das ist ein Held. Okay. Okay, ihr nervt. Also du nervst. Könnte ich irgendwie... Tschüss, Orkheld. Wie sind die von dort gekommen? Ach, das ist ein Murloc. Ja, Murlocs. Kennen wir doch aus Demo. So sei es. Werden wir erobert? Was, hier wird erobert? Jemand bedroht die Wildnis. Ihr gefällt mir. Anudor. Handelt schnell. Schnürt sie alle ein, ehe sie sich neu formieren können. Puh. Für wen haltet ihr euch denn? Bitte. So, ich habe ein paar Bogenschützen verloren. Ich schicke euch alle mal hier hin. Auf Wachtposten. So. Ashrasoraman. Werden wir erobert? Nein, aber wir werden sie jetzt schön fertig machen. Mit sie meine ich die Orks. Was ist der Ruf der Natur? Das ist ein guter. Da wäre ich nicht mehr hingekommen. Na, hoppala, ne? Göttin. Ich würde eigentlich gerne eine Speereule ausschicken. Einfach nur um zu sehen, wie viele Einheiten da wirklich sind. In Position. Aber sie haben eigentlich nicht so viele Einheiten. Jetzt haben sie ihre Gebäude. Mhm. Ich muss doch wirklich da entlang. Göttin, erleuchte meinen Weg. Gut. Gut, dann mache ich jetzt hier ein Safe State. Ja, ich nenne das jetzt einfach Safe State. Gott. Hallo? Ich weiß, das ist kein Safe State, aber das ist mir so ziemlich egal. So. Die Gebäude. Macht schnell. Und die Gebäude werden sich ich folge der unsere Stimme Ballisten von der kümmern. Und um die Orks unsere Kriegerin. Werden wir erobert? Huren legen. So. Ich muss zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Okay, behindert die Ballisten nicht. Von den süßen Kriegerinnen. Gibt es Ärger? Bei den Nachtelfen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Jupp, ich sehe das. So. Wäre schön, wenn noch die restlichen Krieger mitkommen würden. Und da ein bisschen was anstellen würden. Ne? Die Zeit des Wartens ist vorbei. Könnt ihr sie angreifen? Ich weiß nicht. Wie die Göttin wünscht. Ich muss zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Diese Elfen sind stärker, als wir dachten. Ja, das sind sie. Sind ja auch Elfen, ne? Elfen sind cool. Sie besiegen euch allein mit ihrer Coolness. Obwohl Orks sind auch cool. In einem Cool-Off gäbe es eigentlich keinen Sieger. Okay, so. Ein bisschen mehr Schaden. Das ist das Bestiarium. Schön, dass die meisten meiner... Hey, meine Druiden nehmen noch alle. So.
oder? Die Göttin ruft. Ah, weil sie keine Nahkämpfer sind, machen die Gebäude ihnen auch keinen Schaden. Das ist schön. So, wir müssen uns aber beeilen. Reicht frei heraus. Kommt schon. Auf Wachtposten. Oh, ihr könnt auch hier kommen. Zack. 1, 2, 3, 4. 2. Listen habe ich noch alle. Unsere Krieger greifen den Feind an. Und okay, jetzt habe ich Dryaden verloren. 1, 2. So. Kleiner Irrwisch, baust du Gold. Oh. Ich bin bereit. Na gut, dann halt nicht. Unsere Krieger greifen den Feind an. Komm schon. Wegen angreifen. Ach, toll. Komm schon, vernichtet das Ding. Die Ballista ist sowas von sofort kaputt und... Wir müssen uns sputen. Wir müssen uns sputen. Hm, ist das kein Schutzwald? Das ist ein Schutzwald. Tyrant, was machst du da? Bedroht die Wildnis. Zurück. Ihr seid am Zug. Ich bin bereit. Die Göttin ruft. So, wen habt ihr jetzt angegriffen? Ich folge der Stimme von Elun. Niemanden, gut. Wie die Göttin dann machen wir schnell weiter. So sei es. So, die Urwächter töten. Bei Elun. Ich bin bereit. Okay. Auf euer Zeichen. Wo sind meine Dryaden? Hallo. Ich mach mit. Oh, sind die süß. Spuren. Mein Gott, sind die süß. Und ich glaube, ich habe die restlichen, die anderen beiden auch noch. Ich bin bereit. So, was haben wir denn hier? Feuerbeschützer. Gibt es Ärger? Ja, es wird bald Ärger geben. Das stimmt. So. Oh, ich finde es so schön, dass die Dryaden so viele Augen haben. Fertig. Mein Gott. Ah, jetzt kann ich aber... die weite, Göttin, weite Welt. Erleuchte meinen Weg. Bauen. Okay, jetzt bringt es mir, wenn ich noch ein paar Dryaden bauen würde. Also bauen, ausbilden würde. Auf euer Zeichen. Schön und so. Gut. Ich muss sagen, das habe ich jetzt schnell hingekriegt, sonst brauche ich länger mit Fürlager und so. Okay. Was ist der Ruf der Natur? Dann wollen wir mal. Die Untoten nähern sich dem Grabhügel. Shandor Stormrage ist ihnen hilflos ausgeliefert. Ja, wir machen ja gerade. Wer bedroht die Unsere Krieger greifen den Feind an. Was? Die Göttin ruft. Was war das? Das war gerade ein. Euer Gebäude ist fertig. Ich mach mit. Hilfe, was war das? Was ist dieser Herzschlag? Was ist der Ruf der Natur? Der macht mir nämlich ein bisschen Angst. Ashrasoraman. Wie die Göttin wünscht. Ich weiß, dass ich mich beeilen muss, das müsst ihr mir nicht sagen. Mana-Brunnen. So sei es. So. Werden wir erobert? Hallo? Komm, beeil dich. Mit Vergnügen. In Position. Die beiden pennt noch. Die Göttin ruft. Ja, das was bringt was für die Dryaden. Jemand bedroht die Wildnis. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Spürt. Wie die Göttin wünscht. Werden wir erobert? Zack. Kennt ihr das auch? Das kann ich nicht, ne? Eisbeschützer. Wütender Eulenbär. Hei, hei, hei.
cool. Ich folge der Stimme von Elohim. Komm schon. So müssen wir sie eigentlich kuscheln. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Ja, wir sind jetzt sowieso gleich beim Horn. Kein Was Ding. Ist der Ruf der Natur? Keiner soll dir Bildungs ein Leid zufügen. Für Kalimdor! So. Und Ballisten. Naja. Ja, ich hab das noch. Die Göttin ruft. Ich folge der Stimme von Elohim. Okay. Noch die Eulenbeeren, dann haben wir's. Okay, schnell. So sei es. Ah, Hauptquest erledigt. Wir haben ihn gerettet. Endlich! Das Horn von Cenarius. Jetzt können wir Furion wecken. Das Horn ertönte und ich kam wie versprochen. Ich rieche den Gestank von Verderbnis und Verfall in unserem Land. Das macht mich wütend. Tretet herfür, ihr Recken von einst. Zerschmettert die Invasoren wie in alten Zeiten. Oh, wir haben es geschafft. Whee! Okay, machen wir weiter. Ich glaube, ich nehme heute den ganzen Tag auf. Okay. Aufstand der Druiden. 2 Tage später, tief im Winterspringtal. Barrowdens. Tausend Jahre sind vergangen, seit ich euch zuletzt sah, Tyrande. Ich dachte jede Sekunde an euch, während ich durch den smaragdgrünen Traum streifte. Unser Wiedersehen erfüllt mein Herz mit Freude, Furion. Doch ich hätte euch nicht geweckt, wenn es nicht dringend wäre. Im Traum spürte ich, wie unser Land verdarb, als wäre es mein eigenes Fleisch. Es war richtig, mich zu wecken. Die brennende Legion ist zurückgekehrt, Furion. Cenarius ist tot und Fremde ziehen ungehindert durch unsere heiligsten Täler. Wie in der Prophezeiung. Zweifellos wird Archimond zum Gipfel des Hyjal vordringen und den Weltbaum angreifen. Gelingt es ihm, die Energie des Baumes abzusaugen, ist es das Ende dieser Welt. Ich hatte nur einen Gedanken, euch und die anderen Droiden zu wecken. Die Klauen-Droiden befinden sich in den Grabhügeln am Ende dieses Tales. Wenn wir sie erreichen, können wir Archimond und seine Dämonen vielleicht aufhalten. Das war's, Jungs. Wir haben sie vertrieben. Formieren wir uns im Stützpunkt neu und behandeln wir die Verwundeten. Die Fremden kämpfen also auch gegen die Untoten. Sie könnten wertvolle Verbündete gegen Archimond und seine Brut sein. Es sind Bastarde, nichts weiter. Sie tragen die Schuld an Cenarius Tod. Eher sterbe ich, als an ihrer Seite zu kämpfen. Vielleicht habt ihr recht, Liebste. Wir werden unsere neue Siedlung hier gründen. Sorgt dafür, dass die Wachen auf dem Posten sind. Ich bezweifle, dass die Fremden oder die Untoten sich schon geschlagen geben. Interessant. Interessant. So, Quests. Oh, 2 Nebenquests. Die Grabhügel erreichen. Die Klauen-Druiden, die in den Grabhügeln schlafen, können nur durch den Ruf des Horns von Kinarius geweckt werden. Ihr müsst das Horn zum Eingang der Grabhügel bringen und die mächtigen Druiden aus ihrem langwährenden Schlummer erwecken. Ja, das tönt doch wie ein Plan. Dieses Machen wir das mal. Und ich sind eins. Ich weiß. Hab ich gemerkt. Lorturm des Wissens. Ja komm, hier soll unser neuer Stützpunkt. Ich folge der Stimme von Elohim. Was bedeutet das? Ah, das ist jetzt Länder? Auch unser Held. Sehr schön, was kannst du machen? Wucherwurzeln.
Naturgewalt. Und Dornenaura. Wo geht denn hin? Also ich wuche eine Goldmine. So. Trians können hier nicht wurzeln. Okay, macht einfach mal Platz. Trians heißen die also. Ich warte auf euch. So. Jetzt aber. Gut. Okay. Jetzt, wo will ich die Wächter hinpacken? Die Feinde kommen wahrscheinlich von dort. Okay, das sieht jetzt ein bisschen doof eingewurzelt. Okay. Ich pack dich auch nochmal hier hin. Sich hier einwurzeln. Du kannst dich eigentlich hier einwurzeln. Ja, ihr macht viel mehr Schaden, wenn ihr eingewurzelt seid. So. Kommen von da unten auch Gegner? Obwohl, da sind wir hergekommen, also glaube ich nicht. Okay. Nein, du sollst keinen Baum essen. Hab ich wusste hier hin. Euer Gebäude ist fertig. So, jetzt könnt ihr in die durchwucherte Goldmine gehen. Und ich werde 1, 2, 3 Irrwische ausbilden, die... Oh, oh. Jemand bedroht die Wildnis. Irgendetwas stimmt hier nicht. Okay. Auf euer Zeichen. So. Viel zu leicht. Was haben wir denn da noch? Da haben wir noch ein paar Mondbrunnen. Da haben wir die Jägerhalle. Okay. Gut, dass ich mich jetzt nicht hetzen muss. Ach, ich hasse es, mich zu hetzen. Oder mich zu hetzen, vor allem. Dann wollen wir schon ein paar den Sachen. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Was? Die hier? Das ist nicht unsere gut. Unsere Ressourcen schwinden rapide. Wir müssen eine andere Goldmine finden und unsere Streitkräfte konzentrieren. Nur so können wir die Grabhügel erreichen. Ja, das stimmt. Dann will ich vielleicht das hier noch nicht erforschen. Bam. Die Göttin ruft. So. Okay, jetzt müssen wir eine andere Goldmine finden. Gut, dass wir diesen Eulenspeer haben. Göttin, erleuchte meinen Weg. Forschung abgeschlossen. Okay, da ist nichts. Und da oben will ich auch nicht. Dunkeltroll. Okay. Interessant. Ah, da ist eine weitere Goldmine. 2000. Göttin, erleuchte meinen Weg. Burbolg. Und weiter. Oh, schlecht. Die müssen wir wieder zurückweihen. Die bekriegen sich gegenseitig. Soll mir recht sein. Da ist ein Menschenstützpunkt. Okay. Dann wollen wir doch ein paar Forschung abgeschlossen. Leutchen ausbilden, ne? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ah, Furion hat... Hey, cool, der Turner. Aber der kann sich nicht tarnen wie die anderen Nachtelfen. Der ist der erste männliche Nachtelf neben Kinarius, den wir sehen. Interessant, der ist ein Druide.
Finde ich cool, dass es bei den Nachts sind quasi Amazonen. Erleuchte meinen Weg. Oh, das ist sowas von genial. Aber jetzt muss die Genialität für heute eigentlich beendet werden, weil ja, wir haben 20 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es wäre super von euch, wenn ihr bei der nächsten wieder einschalten würdet. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.